Ja, hallo. Ich möchte ein paar Worte zum Thema Frieden sagen. Das liegt mir auf dem Herzen und das schiebe ich jetzt hier einfach mal so spontan mit hinein. Im Moment kriselt es ja sehr stark, was die Ukraine betrifft und Russland, die NATO, das westliche Bündnis, den Weltfrieden. Trotz allem, was bisher geschehen ist in den letzten Monaten, wünsche ich mir Frieden und ich favorisiere Frieden, weil das andere, das bedeutet Krieg. Ein Krieg, der sich immer weiter ausdehnt und immer brutaler wird. Das kennen wir aus unserer eigenen Geschichte, auch aus der Geschichte der Menschheit. Die möchte ich so zitieren. Wir sind ja nicht jungfräulich, was das Leiden betrifft und das Verursachen von Leid. Also ich favorisiere den Frieden. Ich finde, Frieden ist ein Zeichen für Intelligenz, für Erhabenheit, für Wahrhaftigkeit, dafür, dass wir aus dem Sumpf emporgestiegen sind. Und wir sollten alles versuchen, um Frieden zu schaffen. Alles, auch Wege, die wir noch nicht versucht haben, gehen, neue Wege wagen. Es lebe der Frieden. Das möchte ich sagen und das sage ich auch Wladimir Putin besonders, ganz dringend. Ganz nah dran. Wladimir, du bist der gleiche Jahrgang wie ich. Ich bin 2 oder 3 Monate älter als du. Wir werden beide 70. Was die Weltanschauung betrifft, scheinen aber Welten zwischen uns zu liegen. Du liebst den Krieg und die Heimtücke und ich liebe den Frieden und Wahrhaftigkeit. Also bitte ich dich, das ist ein friedliches Wort, kehre zurück auf den Weg des Friedens. Lass deine Kriegsgedanken, lass deinen Groll. Und zeige, dass du ein Mensch bist, der es verdient, als Mensch bezeichnet zu werden. Sonst müssten wir annehmen, dass du nur ein Roboter bist. Ja, das wollte ich gerne sagen. Es lebe der Frieden. Okay, das war ganz spontan.